Kommt zurück zu Life Goes On. Das haben wir schon beim letzten Mal gesehen, wie das geht, wie das gehen könnte. Jetzt ist halt ein Ritter umsonst gestorben. Tut mir furchtbar schrecklich. Jups. Jupp, das hat geklappt. Jupp the Second macht Platz für Jupp the Third. Oder auch nicht. Sondern für den übernächsten. Das ist The Range Grand Duke Reginald George. Genau. So. Und der muss jetzt hier Folgendes tun. Das hier anschalten. Oh. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Ich habe das Eis da oben gesehen. Gut. Dann ist er halt eben tot. Kommt der Nächste. Macht sich zu einem Eisblock. Kommt die Nächste und... verkackt's. Wird also auch zum Eisblock. Und das macht überhaupt nichts, denn mir wurde gesagt, der Zwergesel ist... Das war aber seltsam, ne? Das hätte eigentlich passen müssen. Mir wurde gesagt von Zwergesel, so im RL, dass er sich wünscht, dass ich doch mal möglichst viele Ritter töte in einem Level, um zu sehen, wie dann... Ach verdammt, ich will da rechts hoch! Wie dann am Ende der Stapel aussieht. Ne, am Ende wird ja immer so ein großer Stapel gemacht auf dem... Ihr sitzt gleich. Also hier jetzt, genau, auf dem... auf diesem Wagen. Und ja, doch, der Stapel wird schon relativ groß. Das waren jetzt 13. Ich guck mal, ob ich es irgendwo hinkriege, ohne schlechtes Gewissen, noch mehr zu töten. Zum Beispiel hier, weil das ist ja dann doch mal ein relativ großer Level. Könnte ich mir vorstellen, dass es hier... Hui, was zur Hölle tue ich denn hier? Okay. Wow, was? Nein, ich brauchte den jetzt hier, ne? Hä? Moment, nein, was? Wie kriege ich den jetzt hier runter? Damit geht's nur wieder hoch. Was? Ah, damit zieht die Schiene weg, okay. Gut. Dann, ey, Eisblock. Da hoch mit dir. Und hepp. Reicht das? Dann haben wir jetzt die eigene Schiene. Ja, das reicht. Aber leider hält das nicht. Das heißt, ich muss das... so machen. Puh. Das war knapp. So, was? Ja, nee. Hier, da hinten komme ich nicht dran. Ich muss hier ran. So ist gut. Aber ich denke mal, ich muss hinter den Block. Damit ich ihn schieben kann. Wie komme ich da rein? Ach so, ja, hier natürlich. Ich Depp. Das war ja wohl einfach. So, jetzt kann ich ihn aber halt nicht mehr wegschieben, ne? Das heißt, ich müsste den irgendwie hier abstellen oder so, ne? Oder wie kriege ich den da runter? Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Oder kann ich... Moment, das probiere ich mal eben aus. Geht es nicht doch? Ist da rechts nicht genug Platz, damit ich... hüpp! Damit ich hier außen rum kann? Nein? Nein. Aber egal, ich habe wieder oben einen Spawnpunkt. Tschüss! Landgravine, Holly, Edle... Auf Wiedersehen. Hey! Ich sagte, du sollst sterben! Verdammt! Ah, Monster! Jetzt komme ich nicht mehr runter! Na komm, das schaffen wir. Hab's. Sehr gut. Und jetzt klappt das doch. Hey! Weil es ja schon irgendwie... Achso, ja genau, ich brauche natürlich den Block hier, damit ich da an den Schalter komme. Okay, ich brauche den gar nicht für die Schiene. So, das wäre geschafft. Eine sehr schöne Mechanik, möchte ich meinen, mit diesen Blöcken. Was haben wir denn hier noch? Hier ist...
Okay. Da komme ich nicht dran vorbei nach unten. Und hier komme ich wahrscheinlich auch nicht. Was passiert hier? Okay, da werde ich hierher geschoben und dann komme ich hoch. Okay. Ich schätze mal, das muss ich mit einem Block machen, damit er hier oben rumkommt. Die Frage ist nur, wo kriege ich so einen Eisblock her für da unten? Und wie kriege ich hier oben einen Eisblock her? Und ich fürchte, die Antwort ist, ich kriege hier gar keinen her, sondern ich muss den hier mitnehmen. Ja, sieht so aus, ne? Das ist ja großartig. So, ich bin gespannt, ob das schon ausreicht, damit er darüber fliegt. Hm. Okay. Zumindest nicht, wenn ich draufstehe. Vielleicht, wenn ich nicht draufstehe. Oder vielleicht muss ich schieben von hinten. Das kann auch sein. Oder vielleicht von unten einmal von unten anhüpfen. Das scheint geholfen zu haben. Könnte aber auch einfach daran gelegen haben, dass ich jetzt nicht drauf stand. Keine Ahnung. Okay. Ah. So. Zeitverzögerte Auslösung. Das ist neu. In dem Spiel. Das ist neu. So, ab nach oben. Und was gibt's hier? Ein Schalter. Der nächste. Damit komme ich wieder runter, ne? Ja, genau. Okay. Okay, und ich kann es immer mittendrin abbrechen. Das finde ich ja sympathisch. Das stört mich immer so ein bisschen an manchen Spielen, wenn man so Vorgänge nicht zwischendurch abbrechen kann. Und das hier ist eine ganz klare Anspielung an ein ganz bestimmtes Spiel. Ihr wisst genau, was ich meine. Und ich muss jetzt wohl diesen Block töten, um weiterzukommen. Das finde ich sehr gemein. Keine Ahnung, was da gerade mit dem Ton los war. Aber ich fürchte, ich werde die Aufnahme hier mal kurz unterbrechen und nachschauen, ob das alles so passt. Bis gleich. Nee, okay. Geht alles wieder. Alles gut. Ich habe jetzt nicht unterbrochen, sondern einfach direkt weitergemacht und es funktioniert. Ich hoffe mal, auf der Aufnahme nachher wird es auch so klar zu hören sein. Ja, wird schon passen, ne? Keine Ahnung, was es gerade war. Bisher lief ja alles Wunderbärchen hier in diesem Spiel. Bei der Aufnahme. So. Oh. Ich glaube, dass hier, so eine Sprungschanze. Damit der Block hier rüberkommt. Na, komm her! Okay, das funktioniert nicht. Da muss ich nachhelfen. Hep. Ja, ich weiß, ich könnte den Block auch einfach drauf tun und rüberschieben. Ist hier? Oh, der Abgrund. Welch unnötigen Tode. Einfach nur, weil es Spaß macht. Nun gut, dann mache ich es mal eben auf die vernünftige Art. Das heißt, ich schiebe diesen Block hier drauf und hole mir diese Plattform hier rüber. Es ist zwar langweilig, aber hey, es funktioniert. Darum geht's doch. So, und denn jetzt kann ich mich spritzeln. Yay! So, jetzt muss das wieder aus dem Weg. Brauche ich den Block da unten? Ich brauche den doch bestimmt da unten, oder? Nach dem letzten Level. Ich brauche den bestimmt. Ich nehme ihn mal mit. Ich meine, es ist ja nicht umsonst hier so schräg, damit er da reinflutscht, auch wenn ich nicht drücken kann. Okay. Ach, damit kann ich wieder aufmachen, falls ich den Block verliere, denke ich mal. Rüber mit dir! Verdammt. Nein! Nein! Ich sagte nein. Okay. Ich sehe schon, ich brauche den Block. Immerhin ist da unten jetzt offen. Das heißt... Ah, das geht jetzt alles von alleine, oder? Nee, stimmt, geht nicht. Der bleibt immer noch hier hängen. Auf dieser Plattform. So, und jetzt, gib mal Gummi. Ich sagte, gib Gummi, nicht da oben hängen bleiben. Warum geht das nicht? Was muss ich hier tun? Was zum Henker? Wie kriege ich das da rüber? Futter mich mal. Hab's. So, wie kriege ich den Block da drüber?
Ich könnte ihn von unten stützen, vielleicht. Ey, nein, 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 nein! Gut, ich nehme den Checkpoint hier. Ist es zwar Gisel, du kriegst deine Tode noch. Keine Sorge, das werden ganz viele. In diesem Level. So, jetzt würde ich gerne. Okay, nochmal bremsen. Und dann. Ja. So, gut. So, was tue ich jetzt? Ich glaube, ich gehe erstmal weiter. Schauen, was der hier tut. Ah, okay. Ich muss den Block gar nicht da drüber kriegen. Ich muss da selber oben rum, damit der Block am Ende da unten liegt. Okay. Problem gelöst. Also, Problem erkannt. Ob ich es gelöst habe oder lösen werde, sehen wir gleich. So, du gehst aber da runter. Und da ist wieder irgendwas faul. Ja, und jetzt geht's wieder. Das ist ja verrückt. Ich guck mir mal... nee, das kann so echt nicht sein. Ich guck mir das Ganze mal jetzt an in der Aufnahme. Ich hoffe mal, das ist nicht allzu schlimm geworden in der Folge. Ja, sorry, keine Ahnung, was es ist. Ich werde dem Ganzen mal nachgehen und versuchen, das zu beheben. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.